Guten Tag, liebe User. Metropolregion Rhein-Neckar-News begrüßt Sie recht herzlich von der IHK Rhein-Neckar. Dort fand die Pressekonferenz statt zum Abschluss des Ausbildungsjahres 2013. Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, Dr. Axel Nitschke, präsentierte leicht rückläufige Zahlen. Gleichzeitig blieben aber rund 1400 Stellen unbesetzt. Jetzt stellt sich die Frage, warum das Ganze so ist. Wir analysieren zum einen, es sind ja in der Tat weniger Jugendliche, die die Schulen verlassen, also weniger Schulabgänger insgesamt. Wir haben von den Schulabgängern mehr, die sich Richtung Hochschulstudium orientieren. Und wir haben nach wie vor aus Sicht der Betriebe das Problem fehlender oder unzureichender Ausbildungsreife, was dann auch dazu führt, dass hier und da ein Ausbildungsplatz gar nicht besetzt wird. Und wenn man die Gesamtzahl sich anschaut, von den Arbeitsagenturen gemeldet, 1389 unbesetzte Ausbildungsplätze im Bezirk der IHK Rhein-Neckar insgesamt. Also wir haben bei den Betrieben in dem IHK-Bezirk Rhein-Neckar tatsächlich weniger Ausbildungsverträge als im letzten Jahr. 155 weniger, 3%. Das ist noch nicht alarmierend. Aber das ist natürlich schon ein Hinweis darauf, dass das Thema duale Erstausbildung verbesserungsfähig ist. Insbesondere sorgt die Betriebe, dass sie mehr Lehrstellen, mehr Ausbildungsplätze anbieten, aber keine Jugendlichen finden, mit denen sie diese Verträge dann abschließen können. Wir haben 1400 unbesetzte Ausbildungsstellen im gesamten Bezirk. Und das sind aus unserer Sicht 1400 Fachkräfte, die morgen den Betrieben fehlen und die sie heute gerne ausgebildet hätten. Macht sich das in den verschiedenen Bezirken hier in der IHK bemerkbar unterschiedlich? Wie sind da die Zahlen? Also nach der Lage ist tatsächlich ein klarer Trend. Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es sogar mehr Ausbildungsverträge als im letzten Jahr. Da geht der Trend nach oben, insbesondere im gewerblich-technischen Bereich. Da sind die Betriebe offensichtlich sehr aktiv und auch erfolgreich bei dem Abschluss von Verträgen mit Jugendlichen. Ganz anders aussieht es in Mannheim. Insbesondere kaufmännische Ausbildungen gehen dort stark zurück. Und das macht uns schon besorgt. Was für Branchen sind besonders betroffen? Also von den Branchen, die besonders viele unbesetzte Stellen haben, muss man sagen, sind es nach wie vor der Handel, ist es nach wie vor das Hotel- und Gastgewerbe. Da gibt es aber die erfreuliche Nachricht, dass die immerhin mehr Verträge abgeschlossen haben als ein Jahr zuvor. Das heißt aus meiner Sicht, da tut sich was. Da gehen die Betriebe offensiver auf die Jugendlichen zu, können viel besser ihre Angebote rüberbringen, verbinden das auch mit Weiterbildungschancen, die sich im Anschluss an die Lehre ergeben, sprechen vom Handelsassistenten, zu dem man sich beruflich qualifizieren kann. Also so kann man mit den Jugendlichen natürlich dann besser ins Gespräch kommen. Also obwohl es nach wie vor die Sorgenbranchen sind, sind dort positive Anzeichen zu sehen. Das macht mich dann doch hoffnungsvoll. Abschließend die Frage, wie wirkt sich es auf den Standort aus? Also wir erleben das ja bundesweit, dass angesichts der demografischen Entwicklung und dieses Trends hin zum Hochschulstudium das Thema duale Erstausbildung etwas zurückfällt. Das ist nicht nur in unserer Region so. Wir haben den Eindruck, auch nicht überdurchschnittlich. Insofern, wir schwimmen mit. Aber es wird sich für die Betriebe auswirken. Dann, wenn sie in einigen Jahren Fachkräfte brauchen und sie im beruflich qualifizierten Bereich nicht mehr haben, sich möglicherweise nicht nur in der Zwischenzeit verstärkt den Studienabbrechern widmen müssen und wollen, sondern auch tatsächlich dann fertige Hochschulabsolventen einstellen werden für Tätigkeiten, für die man heute gar kein Studium braucht. Diese Zahl sagt aus, dass es für die Unternehmen in unserem IHK-Bezirk immer schwerer wird, die geeigneten Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Und sie sagt aus, dass junge Menschen, die sich für eine duale Berufsausbildung entscheiden, eine chancenreiche Karriere vor sich haben. Wie schwer schlägt diese Zahl sich nieder in den Unternehmen? Ja, für die Unternehmen bedeutet das natürlich eine Schwierigkeit, die ausscheidenden Fachkräfte zu ersetzen, denn die jetzt in den Betrieben befindlichen Meister, Fachwirte, Betriebswirte werden immer älter, werden immer stärker in die Verrentung gehen von den Jahrgängen her, und es wird für die Unternehmen natürlich ein großes Problem, die geeigneten Nachwuchskräfte zu finden, um ihre Wertschöpfung zu erhalten, um auch auf den Märkten weiterhin so erfolgreich zu sein, wie unsere Unternehmen es sind. Wie reagiert die IHK Rhein-Neckar darauf? Gibt es da schon Rezepte?
Wir werden auf jeden Fall unsere Aktivitäten in den Schulen verstärken. Die IHK Rhein-Neckar wird einen Tag der Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen anbieten. An diesem Tag werden die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrer und, wenn sie Zeit haben, auch die Eltern, berufskundliche Informationen, aber auch ganz praktische Hilfen bekommen, wie man einen Einstieg in den Beruf schafft, welche Berufe es überhaupt gibt, direkt verknüpft mit einem persönlichen Eignungsprofil und mit einem Angebot an Praktikums- und Lehrstellen, sodass jeder Schulabgänger, der die Schule verlässt, weiß, welche Chancen er im beruflichen Bereich hat. Was er dann letzten Endes von Weg einschlägt, bleibt seine Entscheidung, aber er muss wissen, welche Chancen er hat, und das weiß er heute leider selten. Dieter Warenfeld, er ist Ausbildungsleiter bei John Deere. Herr Warenfeld, ein Unternehmen wie John Deere, wenn es solche Zahlen hört, dass Lehrstellen nicht besetzt werden in großer Zahl, wie reagiert ein Unternehmen, beziehungsweise wie nimmt ein Unternehmen solche Zahlen wahr? Also ein Unternehmen wie John Deere hat, sage ich mal, aktuell jetzt im Moment vielleicht noch nicht die Probleme, weil unsere Bewerberzahlen relativ hoch sind. Aber wir müssen ja in Voraussicht eigentlich auch mal berücksichtigen, dass das uns irgendwann auch mal treffen wird. Und von daher versuchen wir jetzt schon entsprechend vorzubauen, wenn uns dann auch mal solche Situationen treffen, dass wir nicht genügend Auszubildende finden würden. Und wie bauen Sie vor? Also eine Möglichkeit sind Schulkooperationen. Wir gehen gezielt jetzt schon an Partnerschulen, arbeiten mit ihnen zusammen, machen Kooperationen, damit die Schüler von Anfang an auch John Deere als Unternehmen kennenlernen. Wir unterstützen die Schulen und machen in der Hinsicht einiges, damit auch dann tatsächlich später der Weg zu John Deere schon fast quasi vorgezeichnet ist. MAN-News.de verabschiedet sich mit dem Hinweis, alle Informationen zur Pressekonferenz finden Sie auf der Homepage der IHK Rhein-Neckar. Auf Wiedersehen.